denke ich mal. Nom, nom, nom. Heute esse ich Kuchen. Nom, 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 nom. Herzlich willkommen zurück bei Airsoft to go. Wir machen heute einen kleinen Überblick über Einsteigerpistolen bzw. über Pistolen im niedrigeren Preisniveau unter 130 Euro. Zeigen wir euch einiges an GBB-Modellen, also Gas-Blowback-Versionen. Ja, und was ist mit elektrischen Pistolen? Das ist nochmal so eine, ich würde mal echt behaupten, das ist nochmal so eine eigene Kategorie. Ja. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal ein kleines Video machen. Und wir haben auch ein, zwei Non-Blowback-Modelle da, weil die auch einfach preislich im interessanten Rahmen sind. Ja, GBB, was ist das eigentlich? GBB steht für Gas Blowback. Das heißt, ich zeige euch das einfach mal an einem der Modelle. Ich habe jetzt hier den Gastank in dem Fall. Das heißt, hier wird das Gas eingefüllt. Ihr habt ja hier unterschiedliche Gasvarianten stehen. Da gehen wir gleich drauf ein. Das heißt, das Magazin ist bei den Modellen immer der Tank. Und bei den Pistolen ist das halt ein realistisches, ja, ein realistischer Zyklus, kann man sagen. Das heißt, bei jedem Schuss geht auch der Schlitten mit nach hinten. Bedeutet, ihr habt halt einen realistischen Blowback, kann man sagen. Und auch der Schlittenfang wird aktiviert. Also noch realitätsnaher geht es eigentlich gar nicht im Airsoft-Bereich. Und da stellen wir euch einfach mal ein paar Modelle vor, die man so für unter 130 Euro bekommen kann. Viel Spaß, fangen wir mal an. Viele Leute interessiert natürlich, die brauchen eine Backup, aber wollen natürlich auch nicht zu viel Geld investieren. Das heißt, wir haben hier einfach mal eine kleine Auswahl hingestellt. Ich fange einfach mal ganz links an. Haben wir einmal die Nupol-Serie, die Nupol Colt 1911-Serie. Die werden ausgeliefert als Gasvariante, liegen bei 129,95 und können auf CO2 umgebaut werden. Die Teile sind mit im Set dabei. Finde ich eigentlich sehr interessant. Das heißt, die kann man halt auch wintertauglich machen. Müsste man natürlich dann erstmal die passenden CO2-Magazine dafür besorgen. Die werden als Gas ausgeliefert und die Teile sind mit drin. Also kann man mit einem kleinen handwerklichen Geschick, wir können es für euch auch machen, kann man die Geräte auf CO2 umrüsten. Jetzt gerade muss es natürlich nicht sein, also als Gasvariante toll spielbar. Würden dann zum Beispiel mit dem Nupol 2.0 oder dem Nimrod Green Gas laufen. Bei dem Wetter, also alles gar kein Problem. Nächstes Modell wäre auch nochmal ein 130 Euro System, Pistole. Das ist die CZP09 von KG Works mit Metallschlitten. Wir werden auch immer wieder gefragt, warum haben wir nicht die Polymer-Version. Die kann gerne mal brechen und das wollen wir den Leuten nicht zumuten. Deswegen haben wir uns dann nur für die Metallvariante entschieden. Die wird ausgeliefert, sogar mit Koffer, finde ich auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Also noch ein Schloss oder Kabelbinder und dann ist man auch schon safe mit dem Set. Wird auch als Gas ausgeliefert und man kann sich da auch CO2-Magazine für besorgen, also auch wieder für kälteres Wetter. Und ja, da muss man nichts verändern, die sind direkt fertig auf CO2-Basis spielbar. Also ist eine der beliebtesten Pistolen. Was ich sehr cool finde, ist, auch viele Leute, die bei uns spielen in der Arcade, die wollen gerne die Pistole haben und aber auch gerne mit Tracer spielen. Und dann haben wir uns mal drum gekümmert und haben den Outer Barrel mit Gewinde besorgt. Das heißt, hierfür gibt es extra nochmal einen Outer Barrel, der ziemlich leicht ausgetauscht werden kann und vorne kann man dann einen Tracer dran bauen. Finde ich auf jeden Fall eine tolle Sache. Also auch wunderbar für Indoor zum Spielen mit diesem Tracer-System. Dann haben wir uns ein paar KG Works, haben wir eine recht große Auswahl an Pistolen. Jetzt liegt hier auch wieder nur ein etwas geringerer Teil. Die Modelle fangen an bei 115 Euro und gehen bis, ich glaube, 126 oder 127 Euro. Die High Kappa als Gas und CO2, die P226 als Gas und CO2. Wir haben ein paar Berettas, unter anderem die M9 Vertec, haben wir auch als CO2-Variante da und die ziemlich beliebte KP13, also eine Glock-ähnlichem System für kleines Geld. Finde ich auch sehr cool gemacht. Der Großteil ist CO2-kompatibel, also kann man die auch eigentlich bei jedem Wetter spielen. Müsste natürlich nur, ja, wie bei den meisten Pistolen das der Fall ist, man darf natürlich nicht zu schnell triggern bei sehr kaltem Wetter. Das ist eigentlich für fast jede Pistole nicht unbedingt gesund. So, dann haben wir noch von WE die 1911.
High Kappa von WE, die High Kappa im Sortiment. Haben wir einmal mit dem geschlossenen Schlitten und auch einmal mit diesem ja, Hexcut, kann man sagen, mit dem Ausschnitt oben auf dem Outer Barrel, auf dem Schlitten. Liegt bei 120 Euro, also nochmal ein bisschen günstiger, ist auch CO2-kompatibel, also auch wunderbar mit beiden Systemen zu benutzen. Dann haben wir noch eine reine CO2-Pistole, das ist dann der 1911 TAC, wird von Umarex importiert, hat dann die Elite Force Labels drauf. Das ist so ein Arbeitstier von KWC, liegt bei 130 Euro, ist reiner CO2-Colt, 17-Schuss-Magazin. Haben wir auch einen Threaded Outer Barrel für. Also man könnte hier auch dann sogar, wenn man möchte, einen Tracer oder was einem vorschwebt, draufbauen. Wäre auch kein Thema, müsste man dann mal im Zubehör schauen. Haben wir auf jeden Fall dafür da. Ein Modell, was ich selber mir auch direkt gegönnt habe, ist der H8R in der Generation 2. Der CO2-Revolver unter 1 Joule, also ohne Probleme spielbar, mit einstellbarem Hop-Up. Und jetzt liegt hier mal gerade die Tracer Edition. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, haben halt ein 3D-gedrucktes Gewinde vorne dran. Den könnte man jetzt auch wieder verwenden, um Tracer drauf zu bauen. Ich spiele ihn sehr gerne, weil es echt eine Herausforderung ist, mit 10 Schuss bei uns in der Arcade zu spielen. Finde ich sehr cool. Treffsicher 20, 25 Meter, also für 60 Euro ist das echt ein tolles Gerät. Sehr unterhaltsam, nehmen die Leute sehr gerne mal eben mit. Jetzt haben wir ganz neu im Sortiment die Special Operation Pistol, heißt sie bei uns. Das ist der MK23 Nachbau von ASG. Eine Non-Blowback, das heißt, der Schlitten repetiert nicht und dadurch ist sie verdammt leise. Ist auch ein witziges Gerät, macht viel Spaß und kostet echt auch nicht die Welt. 75 Euro und du hast eine spielbare Pistole. Boah, es gab mal so ein Gas, das hat auch mega gestunken. Achso, müssen wir jetzt eigentlich. Gas. Was? Ach, es gab mal so ein Gas von Walter, das hat gestunken wie so Blumen. Dann haben wir immer Blumengas. Blumen stinken. Ja, Mann. Blumen stinken. Ja, es gibt ja, richtig ekelhaft stinkende Blumen. Ja, okay. Hast du noch nie Blumen gesehen, die stinken? Muss ich gesehen. Auch, soll ich meine Maske anziehen? Nein, brauchst du nicht. Nee, wir sind ja aus einem Haushalt quasi. Die Leute. Wir sind bei der Verabschiedung, genau. Shop hier ist gerade nochmal reingesprungen und wollte sich nochmal bei allen Zuschauern bedanken, dass sie fleißig abonnieren und die Glocke drücken. Shoppy? Immer die Glocke drücken. Einmal reicht. Jeder einmal reicht. Jeder einmal. Jeder einmal. Jeder einmal. Wir gucken gleich, ob wir gleich die Glocke gedrückt haben. Glocke drücken. Auf jeden Fall. Glöckner von Sonst gibt's was auf die Glocke. Glöckner von Airsoft to go ist der Shop. So? Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Shop hier auf jeden Fall war sehr begeistert. Welche nimmst du denn eigentlich? Welche ich nehme? Natürlich die CZP09. Das war eine Frage. Ja, ne? Du brauchst klar, ein bisschen mehr Schuss. Ich brauche mehr Schuss. Und es ist ein Koffer dabei. Okay, ich spare ja, ganz gerne. Okay, hast du mir gerade verkauft. Ja. Top. Ja, viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt in die Kommentare oder kommt vorbei oder ruft uns an. Ja, ansonsten Glocke drücken.